Wir, ja, ich übergebe direkt an dich und wünsche dir eine wundervolle Sendung heute mit deinem Thema. Das wirst du jetzt sicherlich vorstellen. Ich begleite heute die Regie und wenn irgendwas sein sollte, melde ich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich gebe an dich ab, Sigrid. Beste Grüße aus Trier. Ich danke. Ja, hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Sigrid Quint bei Münzer Klass. Ich bin im Beratungszentrum Ida Oberstein tätig und nehme euch heute mit durch eine Live-Sendung mit dem Thema Stab. Und ich freue mich, dass der Nils uns heute begleitet in der Regie. Das ist sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch viel Spaß. Auf jeden Fall kann man mit diesem Gerät ganz viele Sachen machen. Ich möchte uns als erstes mal ein bisschen erwärmen, vor allen Dingen die Hände, die Gelenke, die Schultern, weil wir nachher auch noch Zug und Druck machen. Da müssen wir natürlich schon ein bisschen erwärmt sein. Wir erwärmen uns nachher natürlich auch noch mit in Kinderbewegung, mit Stab. Aber zuerst würde ich sagen, ganz kurz mal Erwärmung ohne Stab, ohne Gerät, einfach mal bitte die Faust öffnen und schließen. Und prima. Und wir wandern nach außen. Ja. Wir öffnen den Arm. Weiter pumpen. Und kommen wieder nach vorn. Jawohl. Okay. Noch einmal öffnen. Wir haben den Arm jetzt offen. Und schließen. Und wir winkeln das Ganze einmal an. Okay. Setzt mal die Ferse an. Rechts, links. Und jetzt stellt euch vor, ihr habt hier einen dicken oder eine dicke Glühbirne oder einen dicken Knauf und den dreht der nach rechts auf. Aufdrehen. Aufdrehen. Aus dem Handgelenk raus. Drehen. 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 Ich drehe jetzt über außen. Wenn ihr jetzt über innen dreht, ist das okay. Wir wechseln E. Drehen und wir drehen aus dem ganzen Arm raus. Und wir setzen die Spitze an und drehen zu. 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 Die dicke Glühbirne. Zu. Zudrehen. Ja. Und wenn es geht, im Gegenzug. Zu. Da. Da. Ja. Schön aus dem Handgelenk drehen. Okay, gut. Setz mal die Ferse zur Seite. Nehmt die Arme ran. Und nehmt auch den Gegenarm. Aus dem Ellbogen raus. Auf die Schulter. Ja. Die Knie werden ein bisschen erwärmt dadurch. Ganz lockere Knie. Ja, sehr gut. Okay. Und wir setzen die Spitze an auf der Seite. Hand steht und wir schieben nach vorne. Schub, schub, da, ja. Stellt eure Hand. Sehr gut. Okay, und wir kreisen die Schulter ganz locker rückwärts. Ja, der ganze Körper geht mit. Ganz locker kreisen. Und natürlich auch die andere Richtung nehmen. Vorwärts. Immer weiche, entriegelte Knie haben. Und jawohl. Wir schließen beide und öffnen. Die Schulter rund machen, den Schultergürtel. Und öffnen. Brustbein vor. Schließen und öffnen. Und wir nehmen die Arme mit. Rund, rund und öffnen. Und noch einmal. Schließen und öffnen. Letztes Mal. Schließen und öffnen. Schwingt einfach mal die Arme rechts, links. Knie sind beweglich.
Jawohl, ganz locker. Und kommt mal so weit in die Streckung, dass ihr das Bein abheben könnt. Jawohl. Ganz locker, gar nicht so hochheben. Gut, und wir tippen wieder an. Lassen auspendeln. Und schwingen vorrück die Arme. Ja. Und wir können jetzt im Gegenzug ein Bein heben. 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 Jawohl. Ich habe jetzt mein rechtes Bein, meinen linken Arm. Wir wechseln jetzt gleich mal. Und heben. 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 Jawohl, sehr gut. Und einfach nur ausschwingen lassen. Okay. Lasst mal eure Arme ganz kurz um euch herum fliegen. Dieses Fliegen der Arme kommt nur durch die Verlagerung der Beine. Wenn ich jetzt anhalte, halten auch meine Arme an. Noch einmal bitte. Verlagert die Beine und die Arme fliegen. Und haltet einfach mal die Beine wieder an. Und schon hängen die Arme. Ich hole mir jetzt meinen Stab. Wenn ihr keinen Stab haben solltet, holt euch einfach einen Stiel vom Besen oder was ihr da habt. Da ist der Stab. Ein Multifunktionsgerät. In jeder Hinsicht, in jedem Alter, absolut überall einsetzbar. Für viele bedeutet das, der Stab auch so ein bisschen so ein Angstgerät von wegen, oh, das tut an den Händen so weh oder das tut an den Knöcheln so weh. Ja, man kann natürlich schon ein bisschen darauf achten, wie man zugreift. Das sind auch die zwei Techniken. Ich habe die Möglichkeit, einmal am Stab unten anzufassen und für die andere Muskelgruppe oben anzufassen. Ja? Im Zug, im Druck, jeweils immer variabel arbeiten. Lasst uns mal unsere Finger noch ein bisschen erwärmen und spielt einfach mal die Finger laufen nach außen. Und wenn der Stab mal fällt, kein Problem. Und wieder zurücklaufen lassen. Ja, gerade einmal unten drunter. Und wir laufen wieder nach außen. Und wieder zurück. Und noch einmal nach außen. Und wieder zurück. Lasst mal eine Hand unten, legt mal die andere Hand drauf. Und jetzt laufen. Gleichmäßig. Einmal nach außen. Einmal nach innen. Ihr müsst gar nicht auf den Stab schauen. Einmal bitte wechseln. Und wieder nach außen laufen. Die Finger ein bisschen beweglich machen. Und wieder zurück. Genau. Und einmal hoch. Und Faust immer weiter laufen lassen. Und zurück. Hand auf und zu. Einmal noch. Auf und zu. Okay, gut. Wir nehmen den Stab mal vor uns und schieben den einfach nur mal von rechts nach links in die Höhe, so dass der Stab fast senkrecht steht. Hoch. Hoch. Jawohl. Und wir verlagern mit. Wir verlagern mit. Und auch jetzt können wir mal versuchen, ob wir ein Bein mitheben können und so einen kleinen Moment stehen bleiben können. Hoch. Hui. Und stehen, halten. Kleine Sekunde. Jawohl. Bisschen Gleichgewicht. Ja. Gut stehen. Das Standknie immer nach außen drücken. Nicht reinfallen lassen, sondern immer nach außen drücken. Noch zwei. Jawohl. Und halten. Letztes Mal. Okay. Macht mal rund. Und rollt wieder auf. Der Stab wird nach vorne geschoben, macht einen Kreis nach vorne. Der Schultergürtel geht mit.
Und der Kreis wird langsam etwas größer, das heißt, wir verlagern ein bisschen nach vorne und rollen wieder auf. Der Rücken geht relativ gerade nach vorne und jetzt ziehen wir das Becken drunter beim Aufrollen. Jawohl, nach vorne. Becken drunter schieben und aufrollen. Nach vorne, rund, Becken und noch zwei. Geht ein bisschen tiefer. Letztes Mal. Rund, Becken drunter und aufrecht. Gut, jetzt versuchen wir das einfach mal die andere Richtung. Am Körper runter, nach vorne. Und auch jetzt schieben wir das Becken unter uns drunter und sind wieder da. Nach vorne, fast gerade Rücken. Wir schieben das Becken unter uns und machen den Kreis fertig. Nochmal nach vorne. Aufrollen, Becken unter uns. Letztes Mal. Nach vorne. Okay. Gut, lasst mal den Stab einfach rechts, links schwingen und schwingt mit dem Stab. Ganz locker mit dem Stab mitschwingen. Lass den Stab weiter schwingen, übergib ihn in die nächste Hand. Das Schwingen im Körper geht auch mit. Ja, ganz locker sich auf den Stab einlassen, ganz ruhig und gemütlich. Okay, haltet an. Wir versuchen mal was. Nehmt mal den Stab. Jetzt müsst ihr ein bisschen Platz haben, wenn ich müsste den Ellbogen ein bisschen anwinkeln. Kein Problem. Wir machen jetzt einen Kreis mit dem Stab. Lasst mal oben los. Und schwingt den Stab einmal rum. Jetzt ist die andere Hand oben. Wieder unten zugreifen. Lasst bitte mal oben los. Und schwingt einmal rum. Jetzt ist die andere Hand wieder oben. Unten zugreifen. Oben loslassen. Ein Schwung und die andere Hand ist oben. Kein Hexenwerk, das geht. Probiert's. Also, uns nochmal zugreifen. Oben lösen. Ein Schwung rum und die andere Hand ist oben. Oben lösen. Andere Hand ist oben. Lösen. Ich hoffe, ihr habt noch nichts kaputtgeschlagen in eurer Wohnung oder wo ihr gerade seid. Ja? Das ist jetzt die Variante vorne. Immer dran denken, oben lösen, unten zugreifen, oben lösen und Schwung, die andere Hand ist oben. Merkt euch diesen Weg schon mal vor eurem Körper. Ein letztes Mal noch jede Ecke. Zack. Und zack. Gut. Was vor dem Körper geht, geht auch hinter dem Körper. Das heißt, ich gebe den Stab mal nach hinten. Nach jetzt bedeutet es oben loslassen. Ich greife unten zu. Hier kommt jetzt eine schöne Öffnung. Ich lasse oben los. Ein Kreis nach hinten und die andere Hand greift zu. Ich zeige es gleich mal von hinten. Wieder oben loslassen. Ein Kreis über hinten. Das ist eine schöne Übung für den Schultergürtel. Oben lösen, ein Kreis und zugreifen, wenn man es findet. Einmal noch, oben lösen, ein Kreis und zugreifen. Jede Seite noch einmal, oben lösen und drüber gehen. Können wir auch ein bisschen versuchen, mal den Fluss zu machen. Immer oben lösen, ja? Den Stab finden. Und weiter geht's. Eine wunderschöne Übung für den Schultergürtel. Weitergeben. Weitergeben. Jawohl. Sehr gut. Und noch einmal letztes Mal. Tschüss. Und da ist der Stab wieder.
Sehr schön, wunderbar. Lasst uns mal ganz kurz ein bisschen paddeln. Oh. Und es paddelt nicht der Körper, der Oberkörper alleine, sondern der ganze Mensch paddelt mit. Da. Jawohl. Genau. Immer wieder entriegelte Knie. Und schön groß, weit. Wir wollen ja vorwärts kommen. Jawohl. Und wir wollen mal kurz einen Endspurt hinlegen. Gut stehen. Und klein und doppeltes Tempo. Kommt. Zack, zack, zack. Zack. Jawohl. Weiter, weiter, weiter. Sehr schön. Schultern bleiben unten. Durchhalten. Okay, und wir sind über die Ziellinie und lassen auslaufen. Jawohl. Weiter. Und können mal kurz anhalten. Wir können das Gesamte auch rückwärts machen. Ein. Wir gehen es erstmal langsam an. Nehmt den Schultergürtel mit. Denkt dann dran, die Knie nach außen zeigen zu lassen, damit das Gewicht wegkommt. Schön den Schultergürtel mitbewegen. Große Bewegung. Unser Endspurt liegt vor uns. Klein, stabil. Kommt, los geht's. Zack. Ja, alles wackelt, alles bewegt sich. Sehr gut. Noch ein bisschen durchhalten. Gut stehen. Und wir lassen es auslaufen. Ziellinie überfahren. Und auslaufen lassen. Okay, jetzt einfach mal rechts, links, ganz locker als Ausgleich. Jawohl. Geht mal auf die Horizontale mit dem Stab. Jawohl, wieder nach unten. Und während wir schwingen, greifen wir einmal um. Weiter geht's. Jawohl. Auf die Horizontale wechseln. Ja. Jawohl. Haltet mal kurz an. Lasst eure Hände so, wie ihr sie jetzt habt, also von unten im Moment. Den Körper aufbauen. Schulter ganz bewusst nach unten und nach hinten Richtung Wirbelsäule. Ihr könnt die Ellbogen Richtung Taille oder Körper nehmen. Weiche Knie. Und wir ziehen beide Seiten nach außen. Zug. Und wenn wir so ziehen, können wir uns ja wunderschön im Brustbein öffnen. Zug halten, weiter atmen. Noch einen Moment halten. Das Gefühl haben, ganz aufgerichtet, aufgebaut zu sein. Wir lösen das jetzt langsam, gehen aber direkt in Druck über. Langsam lösen. Ihr merkt, wie die Muskulatur nachlässt. Ellbogen weg von uns und Druck. Jawohl. Druck halten. Schaut, ob ihr aufrecht steht. Ihr könnt auch mal gerne in den Spiegel jetzt schauen. Haltet es trotzdem, wenn ihr einen Spiegel da habt, ob eure Schultern nicht entweder schief sind, sondern gerade. Okay, wir lösen noch mal langsam und gehen noch mal in Zug über. Langsam lösen und Zug. Und wir können wieder aufbauen. Wir können jetzt auch mal nach etwas ins Knie gehen, tief, aber bleiben trotzdem aufgerichtet. Haltet. Beine arbeiten, Oberkörper arbeitet. Weiterhalten, bleibt da. Löst den Zug leicht und geht direkt, ohne Ruck, ohne Zug, in den Druck über. Bleibt da. Ja, sehr gut. Weiter atmen, weiter lächeln.
sich gut fühlen. Ja. Okay, löst bitte mal. Kommt auch langsam wieder aus. Hoch. Schüttelt mal die Arme aus. Jawohl. Wir waren eben unten, wir gehen jetzt mal oben drauf. Gut, wieder gut stehen. Aufrichten mit dem Zug nach außen. Zug, Ellbogen sind draußen. Ja, und ziehen. Zieht weiter. Wir gehen wieder etwas tief. Und verlagern hier rechts, links. Zug bleibt. Jawohl. Der Zug bleibt. Ja, und ziehen, ziehen, ziehen. Sehr gut. Jawohl. Und wir halten an und geben diesen Zug ab, langsam, ohne Ruck, in den Druck. Drückt den Stab zusammen. Ellbogen sind frei, Schultern sind frei. Und wir gehen jetzt einfach nur tief und hoch. Tief. Man kann jede Übung miteinander variieren. Druck ist noch da, Atmung auch. Tief, hoch, Druck halten, letztes Mal und hoch. Wir lösen wieder ein wenig und gehen noch einmal in den Zug mit dieser Handstellung. Zug, wir hatten dabei verschoben. Haltet den Zug. Eure Schulterblätter sind zu Richtung Wirbelsäule. Weiter ziehen. Der ganze Mensch geht. Jawohl, sehr gut. Und wir halten nochmal in der Mitte an. Wechseln vom Zug nochmal ganz sanft auf Druck. Ellbogen frei. Und tief und hoch. Tief und hoch. Hoch. Noch vier. Kommt. Einmal. Druck halten. Zwei. Drei. Und vier. Okay. Schüttelt mal die Arme aus. Genau. Das könnten wir jetzt, wir machen jetzt eine Sequenz mal hinter dem Rücken. Ihr greift von außen dran, gut stehen und Ellbogen frei und zu. Jetzt geht automatisch die Schulterblätter, wenn ich hier ziehe, gehen die automatisch zu. Und nochmal Zug halten. Jawohl, auch wieder darauf achten, dass er weich und entriegelt steht. Weiter atmen. Bitte mal den Oberkörper, haltet den Zug, mal nach vorne neigen, flacher Rücken, weiterziehen, mit halten, schiebt euer Becken wieder unter euch, rollt nach oben auf, seid wieder da, langsam lösen, Ellbogen nach außen und Druck, lasst eure Schultern unten. Und den Stab zusammendrücken. Und auch jetzt. Oberkörper nach vorne. Halten, langer Nacken, Nase schaut zum Boden. Haltet den Druck, schiebt euer Becken unter euch. Und kommt langsam hochgerollt. Lösen. Einmal bitte umgreifen. Also im normalen Stundenbild macht man das halt mindestens mal 4 bis 6 Mal durch, aber wir wollen ja hier ein bisschen was auch sehen und zeigen. Okay, wir haben jetzt oben drauf gegriffen und jetzt Achtung, die Schultern müssen unbedingt unten bleiben, Zug nach außen, jawohl, wir beugen nochmal nach vorne. Weiter atmen, Nase zum Boden. Und wir schieben das Becken wieder unter uns. Zug halten. Aufrichten. Zug ist immer noch da. Okay, und bitte in den Druck übergehen. Ellbogen sind frei.
Ja, drücken, drücken, Schultern unten lassen und einmal nochmal den Oberkörper vorlagern. Euer Gewicht ist auf den Fersen, nicht auf dem Vorfuß, auf den Fersen. Knie nach außen. Wir schieben unser Becken unter uns. Und richten auf, halten, halten, halten. Und löst. Auch das in eurer Übungsstunde öfter machen. Also nicht nur einmal, sondern man kann zum Beispiel auch, machen wir jetzt mal ganz einfach noch, nehmen wir den Stab nochmal nach vorne, in die Diagonale. Greift mal von unten wieder dran. So, zieht. Ziehen, 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 ziehen. Ja. Und jetzt gehen wir dort, wo der Stock unten ist, der Stab unten ist, in die Diagonale gehen wir. Zieht weiter, zieht weiter. In die Diagonale gehen wir. Weiterziehen. Okay, kommt nochmal über die Mitte zurück. Weiterziehen, ziehen, ziehen. Der Stock ist diagonal. Einmal wechseln. Bleibt im Zug. Bleibt im Zug, ist gut. Ne? Und wo der Stock, der Stab unten ist, in diese Diagonale gehen wir weiterziehen. Jawohl, weiterhalten, weiter, weiter. Rücken ist gerade. Und komm nochmal hoch. Diagonale halten. Und noch einmal. Wir wechseln wieder die Stabrichtung. Zieht. Und in die Diagonale gehen wir. Ja, wollen weiter ziehen. Kommt hoch. Ziehen, 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 ziehen. Wechsel. Weiter ziehen. Nach der Diagonalen unten. Weiterziehen. Jawohl, sehr gut. Okay, und langsam wieder nach oben ziehen. Ja. Und mal lösen. Vielleicht merkt es der eine oder andere schon hier ein bisschen im Schultergürtel. Hände wieder auslockern. Mach mal die Hand auf. Ganz weit spreizen. Okay, die zweite Hand auch. Auf. Weit, weit, weit. Ah, so weit die Finger reichen. Gut. Okay. Eben hatten wir von unten gegriffen. Jetzt greifen wir nochmal von oben. Ja. Diagonal. Die Hand ist oben drauf. Zug oben unten. Und auch jetzt drehen wir wieder zum unteren Teil des Stabes. Ja, aber aufrecht. Und Zug. Weiterziehen. Ja, einen Moment halten. Okay, und langsam zurück. Ziehen, 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 ziehen. Wir wechseln. Zug bleibt. Und wir drehen zum unteren. Ja, einen Moment halten, ziehen. Zurück. Und ich möchte euch jetzt einmal, bitte wechseln, einfach mal den Unterschied auch zeigen. Geht jetzt mal in Druck über. Beide Hände nicht nur oben, sondern unten, der drückt auch. Und rum, seitlich. Ja. Halten, Moment. Hier kommt die Dehnung. Zurück. Weiter drücken, 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 drücken. Wechsel. Druck und Seite. Jawohl. Moment noch halten. Okay. Und zurück. Druck, Druck, Druck. Und lösen. Arm wieder ausschütteln. Ganz locker. Jawohl. Stellt mal den Stab auf. Und jetzt ist das wie so eine Pumpe. Eine Wasserpumpe vielleicht, die wir einfach nach rechts oder nach links erstmal schieben. Immer die gleiche Bewegung. Schub und nach tief und aufrichten. Tief und aufrichten. Tief und aufrichten.
noch zwei. Ich habe jetzt meinen rechten Arm, meine rechte Hand und gehe nach links. Letzter. Okay, und ich wechsle. Ich habe jetzt meinen linken Arm und gehe nach rechts. Pumpen. Pumpen. Jawohl. Schub. Noch drei. Zwei. Und der letzte. Okay. Rührt mal mit dem Stab. Stellt ihn nicht zu weit weg von euch. Rühren. Rühren. Jawohl. Oberkörper geht mit. Einmal andersrum. Große Bewegung. Und weit nach vorne. Okay, gut. Lasst den Stab einfach nur mal schwingen, ihr auch. Ganz locker, ganz ruhig. Wechseln die andere Hand, schwingt weiter, und aufzuhören. Okay, anhalten. Dreht mal den Stab hier neben euch. Müsst ein bisschen weiter den Oberkörper verlagern. Jawohl. Und kreist ihn mal ganz um euch rum. Achtung, wieder mit dem Porzellan. Einfach nur um euch rum. Auch mal andersrum. Ja, um den Kopf. Einen ganzen Kreis aus dem Handgelenk drehen und einen kleinen Kreis. Bleibt bei der Richtung, bleibt bei der Richtung. Jawohl. Jetzt versuchen wir das Ganze mal zu kombinieren. Haltet mal an. Einen kleinen Kreis geht in einen großen Kreis. Geht wieder in einen kleinen Kreis, einen großen. Der kleine, der große. Ein ganzer kleiner geht direkt in den großen. Und der Große direkt in den Kleinen. Jawohl. Sehr schön. Gebt es einfach in die andere Hand. Lasst es laufen. Entschuldigung, so einfach klein. Und aus dem Kleinen gehen wir in den Großen. Klein, groß. Den Kleinen. Jawohl. Laufen lassen. Laufen lassen. Hoch. Jawohl. Und nochmal drehen. Letztes Mal. Okay, prima. Jetzt haben wir den Schultergürtel wieder ein bisschen gelockert, die Muskulatur wieder ein bisschen entspannt. Lass uns mal noch einen Beinstand versuchen. Das heißt also, wir stehen auf einem Bein. Ihr könnt es anwinkeln oder zur Seite machen. Dann schmeißen es hier vorne. Und wir werfen den Stab einfach mal hoch. Ja. Wenn er runterfällt, macht gar nichts, macht nur ein bisschen Krach. Ich habe jetzt meine Hand unter dem Stab. Es ist momentan jetzt egal, ob wir es unten oder oben haben. Wir wechseln eh. Okay. Wir wechseln das Bein. Jeder hat seine Schokoladeseite und jeder hat seine gute und nicht so gute Seite. Werden wir jetzt gleich sehen. Ich werde jetzt sozusagen ein bisschen mehr wackeln. Auf, ich greife jetzt oben drauf, Bein lösen und ich fange den Stab immer ab. Der fällt ein bisschen und ich fange ihn wieder ab. Ja, das Gewackel geht schon los, ich merke es. Noch ein bisschen. Die Hand läuft, öffnet sich. Okay, gut, gut. Wir haben den Stab in einer Hand. Ich habe jetzt rechts, habe mein Spielbein links. Versuche, das Bein abzuheben
und ich drehe den Arm. Das heißt, ich beeinflusse jetzt meine Stabilität durch das Drehen. Versuch zu stehen. Jawohl. Auch mal nach vorne nehmen. Es beeinflusst wieder deine Haltung. Okay, gut. Wir versuchen das natürlich aber auch auf unserer anderen Seite. Mitte finden, Fuß heben und versuchen, ich komme mal ein bisschen mehr noch ins Bild, so einfach zu drehen, und wir manipulieren so ein bisschen unser Gleichgewichtssinn. Und es muss gegenhalten. Jawohl. Dann nochmal nach vorne, auch wieder, um die Stabilität zu fordern. Einfach drehen. Jawohl, sehr gut. Gut. Okay. Seid so gut, legt den Stab mal gerade zur Seite. Wir öffnen unseren Arm- und Schultergürtelbereich. Arme gehen nach hinten, zieht nach hinten. Öffnet euer Brustbein. Weit. Bringt euer Kinn auch Richtung Brustbein. Langer Nacken. Schultern tief. Okay, und jetzt genau umgekehrt. Daumen nach unten. Schultern rund, Kopf dazwischen. Und ganz rund machen oben. Jawohl. Nochmal öffnen. Ganz öffnen. Weit. Schultern tief. Hände auf. Kinn Richtung Brustbein. Ja. Und jetzt nehmen wir alles rund. Auch den Lendenbereich. Macht alles rund. Nase schaut zum Boden. Und wir öffnen nochmal. Ein Arm oben, ein Arm unten, zieht beide zurück. Wir treffen uns in der Mitte, wechseln. Okay, meine Hände haben sich jetzt angeschaut. Die schauen jetzt weg, öffnen. Die treffen sich in der Mitte wieder und wechseln die Position auf. Jawohl. Und nochmal rund machen und ab. Umarmt euch bitte mal selbst. Ja. Öffnen. Und nochmal schließen. Okay. Gut, ihr Lieben, schüttelt alles aus. Wir denken auch mal kurz, weil wir viel gestanden haben, noch unsere Wade. Der Oberkörper kommt vor. Jawohl, aufrichten. Die zweite Seite. Gut. Meine Lieben, das war's für heute. Gymnastik mit dem Stab. Man kann dieses Gerät multifunktional einsetzen. Mit wirklich, und die Übungen immer variieren. Das ist ganz wichtig. Ob ich es diagonal mache oder gerade mache oder hinter dem Rücken mache oder unter den Beinen Zug. Es gibt so viele Möglichkeiten, den Stab einzusetzen. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich möchte noch kurz auf meine Kollegen, die am Donnerstag und Freitag noch live zu sehen sind. Morgen ist der Kollege Frank Hartmann dran. Der stellt also den Flyer, den neuen Flyer mit Fernreisen vor. Frank ist ja eigentlich der Mensch, der gerne wandert. Morgen wird aber dieser Flyer vorgestellt mit Fernreisen. Und er hat mir so tolle Sachen erzählt. Müsst ihr einfach wirklich mal reinschauen. Und der Frank ist, lass mich gerade mal schauen, morgen um 11 Uhr dran. Und am Freitag ist meine Kollegin Annika Stein mit Yoga und auch das Öffnen vom Brustkorb, die Beugung rück, wird mit Sicherheit auch ein Spektakel. Ich empfehle es euch gerne. Nils, dir vielen Dank für die Regie. Es hat total Spaß gemacht. Euch wünsche ich alles Gute, bleibt gesund und froh. Und ich hoffe, bis bald. Eure Sigrid. Tschüss.